Irina Rodionova hat ihn gewonnen. Jetzt ist die Juniorenweltmeisterin. Serafina Sahanovic hat ihn gewonnen. Jetzt ist die Junioren-Vize-Weltmeisterin. Adelina Sotnikova, Olympiasiegerin, und Julia Lipnitskaya, Europameisterin, haben ihn nicht gewonnen. Aber sie haben an ihm teilgenommen. Andere waren damals nur besser als sie. Die Rede ist vom bedeutendsten Kinder- und Jugendwettbewerb für russische Eiskunstläufer, dem Memorial Shuka, der in dieser Woche hier in der Arkade-Eishalle in Stary Oskol stattfindet. Das große Publikum gibt es hier noch nicht, aber eine interessante Mischung aus Talentsuchern und hoffnungsvollen Eltern ambitionierter Eislaufkinder. Besonders groß ist die Konkurrenz bei den Mädchen, denn auch in Russland ist der Eiskunstlauf überwiegend ein Frauensport. Auch gibt es hier aktuell viele große Vorbilder aus dem eigenen Land, was den Sport populär macht. Gewonnen hat den Wettbewerb der 12- bis 13-Jährigen eine gar nicht mehr so unbekannte Polina Surskaya aus Moskau. Sie trat in dieser auch erstmals bei den russischen Meisterschaften an und wurde Fünfte. Unter den Gleichaltrigen war sie in Stary Oskol die Beste. Hinter ihr landete die gleichaltrige Viktoria Bestrukova auf dem zweiten Platz, die bei den russischen Meisterschaften Elfte war. Auf Rang 3 der älteren Mädchen platzierte sich die jüngere Anastasia Gubanova aus St. Petersburg. Auch bei den Jungen und bei den Jüngeren gab es eine harte Konkurrenz. Diese gewann bei den Altersgenossen von Surskaya und Co. Piotr Gumenik, bei den kleineren Jungs der Jahrgänge bis 2003 Evgeny Simenko. Beide kommen aus St. Petersburg. Bei den kleineren Mädchen war Jekaterina Rybova erfolgreich. Das sind alles Namen, die selbst in Russland noch kaum jemand kennt. Noch. Denn schon in ein paar Jahren könnten sie die Lipnitskayas und Leonovas des kommenden Jahrzehnts sein.